Hallihallo Freunde, wir haben ein Riesenproblem. Ihr habt es im Titel schon gelesen, wir haben extrem Wasserschaden hier im LT. Was bedeutet das genau und wie haben wir es rausgefunden, beziehungsweise wie ist es aufgefallen? Als allererstes war das Problem ja schon auf der Reise, dass wir im Heckbereich hier hinten Probleme hatten mit dem Wasser. Das habe ich auf der Reise noch lösen können, alles andere wollte ich einfach auf der Reise nicht lösen, beziehungsweise die Möglichkeiten waren einfach nicht so gegeben, dass ich das hätte lösen können. Das heißt, heute kommt ein richtig fettes Bastelvideo für euch. In welcher Form? Und zwar ist uns aufgefallen, dass hier hinten in der Ecke das auch ganz undicht war. Da habe ich jetzt schon, während ich bei Mattes war, komplett neue Leisten draußen angebracht. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar jeder, der so ein Fahrzeug fährt, der weiß, dass hier so kleine, dünne Kederleisten über die Ecken gehen. Die gehen höchstens Zentimeter rüber oder so. Und das ist einfach eine absolute Schwachstelle. Nach 40 Jahren bei so einem Fahrzeug weder verklebt noch irgendwas, sondern einfach nur verschraubt und mit so einer kleinen Gummilippe drunter. Das bringt einfach nichts. Das heißt, ich habe mir jetzt neue Aluprofilschienen gekauft. L-Profilschienen, 4 cm x 4 cm, 2 mm dick und habe die komplett verklebt. Die haben wir jetzt schon ein paar Wochen dran und daher kann ich auch ganz klar sagen, das funktioniert, das ist alles komplett dicht und genauso werde ich das jetzt an unserer Problemstelle machen. Aber was für eine Problemstelle denn, wenn ich das hinten im hinteren Bereich schon alles gemacht habe? Und zwar das richtige Problemkind ist der Alkoven, das heißt unser Bett. Wer uns länger verfolgt, weiß, dass wir die ganze Zeit im LT leben. Das heißt, wir brauchen den LT, wir brauchen unser Bett. Somit muss das Ganze relativ zügig über die Bühne gehen. Wir werden natürlich im hinteren Bereich schlafen derzeit, wo ich das mache, denn ich möchte richtig aufräumen. Der Alkoven soll komplett neu kommen, das Bett kommt raus, die Seitenwände kommen raus, vielleicht sogar die Front. Es gibt sogar Leute, die hauen die Scheibe da vorne raus und überbrücken das mit irgendeinem anderen Material. Das werden wir nicht machen, weil wir lieben diesen Panoramablick da vorne raus. Allerdings möchte ich jetzt auch gar nicht so viel quatschen. Das richtige Ausmaß werden wir erst sehen, wenn wir das Ganze rausgerissen haben. Draußen sind schon die neuen Leisten angebracht, die neuen L-Leisten, die ich auch hinten verbaut habe. Und aus dem Grund bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da jetzt auch kein Wasser mehr reinkommt. Das zeige ich euch einfach vielleicht am Ende nochmal des Videos. Da werde ich dann alles von draußen nochmal zeigen und natürlich auch dann das fertige Ergebnis. Also viel Spaß! Ja, ich möchte ehrlich mit euch sein, ey. So schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Ich werde es euch jetzt einmal zeigen und ich weiß, dass das scheiße war, dass wir da überhaupt so drin geschlafen haben. Nur, dass das Ausmaß so heftig ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber egal, mich hat ein Motorschaden nicht aus der Ruhe gebracht. Da werden wir das hier auf jeden Fall auch noch hinkriegen. Also, ich zeige euch das Ganze jetzt einmal, nicht erschrecken. So sieht die Ecke hier hinten aus, die ich schon sehr in Verdacht hatte. Ja, das dunkle Holz hier ist tatsächlich alles nass. Also es hat jetzt gestern auch gerade geregnet. Deswegen ist das ganz gut, dass man das sieht. Man könnte jetzt natürlich denken, das kommt jetzt alles von dem Fenster. Aber ich sehe das nicht so, weil wenn man jetzt hier weiter links guckt, dann sieht man, dass im Fensterbereich hier oben ist das Holz noch hell, also nicht nass. Und vor allem hart. Hier unten allerdings ist das Holz sehr, sehr weich. Daher vermute ich, dass die Feuchtigkeit tatsächlich von unten nach oben zieht. Weil auch hier in dem Bereich, zwar ist es da dunkel, aber da ist das Holz noch komplett hart. Und daher vermute ich, dass da die Feuchtigkeit halt noch nicht so lange drin sitzt wie hier unten. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, dass hinten im Bereich der Leiter, hatten wir ja auch eine feuchte Stelle, das Wasser zieht so enorm auch nach oben weg, das glaubt man eigentlich gar nicht. Deshalb gar keine Ausreden hier oder sowas. Ich werde natürlich alle Leisten von außen neu machen. Ich werde komplett das ganze Holz hier rausreißen. Ich werde wahrscheinlich bis hier irgendwo hin, hinterm Fenster wahrscheinlich das Holz rausreißen komplett. Das Holz neu machen, auf der anderen Seite natürlich auch. Da sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber trotzdem, alles kommt raus. Bett kommt sowieso raus, wo ich jetzt hier drauf sitze. Ja, und dann hoffen wir mal,
dass wir das wieder vernünftig hinkriegen. Natürlich wird das Ganze dann auch neu verkleidet. Da kommt nicht wieder diese Gummimatte drauf. Die habe ich jetzt eh schon kaputt gerissen. Ich werde eventuell hier vorne den Bereich werde ich lassen im Fensterbereich. Einfach, ja, weil da das Fenster drin ist und ich wahrscheinlich das Holz nicht so gut da rauskriege. Aber ich bin der Meinung, dass gerade hier im oberen Bereich und auch hier im unteren Bereich ist das Holz halt noch echt gut. Nur diese ganze Reihe werde ich neu machen und das Seitenteil hier. Ja, gar nicht lang schnacken, machen. Drück mir die Daumen, dass das geht und am Ende sehen wir hoffentlich das fertige Ergebnis. Hier kann man auch nochmal sehr, sehr gut erkennen, dass das Wasser wirklich von unten nach oben geht. Weil hier oben ist das Holz wirklich noch komplett ganz. Ich würde sagen, das ist so die originale Holzplatte. Hier ist auch schon ein bisschen Feuchtigkeit drin gewesen. Allerdings sieht man hier ganz klar, wie das Wasser von unten nach oben kommt. Und hier sind von außen diese besagten Kehleleisten, die ich komplett ausgetauscht habe, beziehungsweise die ich austauschen werde. Da ist alles noch viel schlimmer geworden als sowieso schon gedacht. Und zwar ist die ganze untere Platte hier da vorne natürlich auch schon vollgesogen mit Wasser. Wo auch immer das herkommt, das muss ich noch herausfinden. Weil da muss das Ganze von außen natürlich vernünftig abgedichtet werden. Und jetzt habe ich gerade das Problem. Hier vorne habe ich das schon alles weggerissen. Und zwar ist diese Dämmung, die hier drin ist, vollflächig verklebt. Und diese Holzplatten, die dann da oben drauf sind, sind auch nochmal vollflächig verklebt. War bei dem morschen Holz nicht so das Problem, allerdings hier bei dem festen Holz habe ich jetzt echte Probleme, das Ganze abzukriegen, weil ich will natürlich auch hier dann alles erneuern, kommt auch natürlich neue Dämmung rein. Ja, gut, muss ich mir halt die Arbeit jetzt machen, alles abkratzen, so nach und nach. Ihr seht ja schon hier immer stückweise nur und dann eben die Dämmung auch nochmal, weil die ja auch vollflächig verklebt ist. Aber gut, so ist es nun mal. Man hat damit angefangen, jetzt wird es auch zu Ende gemacht. Ich bin jetzt schon richtig, richtig gut vorangekommen. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Kamera hier aufzustellen. Ich kann euch hier nicht so viel Sicht bieten, weil es sehr, sehr klein ist. Aber ich habe jetzt alles hier rausgeholt, was so ging. Alles natürlich vollflächig verklebt, also gar keine Frage wie sonst. Na gut, für die Dämmleistung wahrscheinlich gut. Für mich zum Abmachen echt bescheiden. Ich habe jetzt bis hier oben zum Fensterende abgenommen, weil hier oben sieht das Holz noch sehr, sehr gut aus. Da hinten werde ich noch die Latten wahrscheinlich ersetzen. Die ganzen Latten habe ich auch alle rausgenommen. Hier ist eigentlich auch eine Latte, die habe ich auch komplett rausgenommen, weil die einfach nicht mehr vorhanden war. Die Latte werde ich wohl lassen, so wie sie ist. Und jetzt wollte ich nochmal darauf eingehen, woher das Wasser wohl kommt, was eben in der Front hier drin war. Und zwar, wie man hier sieht, ist die Latte wirklich noch in Ordnung. Deswegen gehe ich wirklich, wirklich stark davon aus, dass es eben nicht vom Fenster kommt, sondern der Übeltäter scheint hier diese Falz zu sein. Hier kommen die zwei Bleche aufeinander. Und hier ist keine Dichtung drin und gar nichts. Also das heißt, es müsste so abdichten oder die sind halt einfach davon ausgegangen, dass da kein Wasser hinkommt. Was ich mir auch ein bisschen schwierig vorstellen kann, weil es ja quasi unterm Alkoven ist. Aber man hat gesehen, als ich das alles abgemacht habe, dass hier wirklich das Wasser komplett stand. Das heißt, das werde ich auch von hier oben einmal komplett abdichten mit Dekasil oder Dekalin oder wie das Zeug heißt, weil das ja elastisch bleibt irgendwie. Und von außen werde ich vielleicht noch eine Sieganaht drauf machen. Das muss ich mal sehen, weil das natürlich auch nicht so schön aussieht dann. Aber wichtig ist natürlich, dass es dicht ist. Dann kommen so Kleinigkeiten hier zum Vorschein, dass hier außen sind zwei Löcher zu sehen. Hier vorne war auch irgendwo noch ein Loch da. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Doch, das sieht man auf der Kamera ziemlich gut. Und ja, all diese Dinge werde ich natürlich komplett zumachen. Einerseits von innen, vielleicht dann auch von außen. Jetzt
könnte man natürlich sagen, warum hast du die Dämmung nicht drin gelassen? Einmal, weil sie einfach beim Aufbau stören würde und weil ich nicht weiß, ob da vielleicht schon Schimmel drin ist oder dran ist, und deswegen habe ich das jetzt alles abgenommen. Ich habe noch vom T4, also von Oscar, habe ich noch ein bisschen Dämmmaterial über vom Armaflex, und das werde ich hier vollflächig dann nachher wieder aufkleben. Natürlich muss ich als allererstes erstmal dafür sorgen, dass hier wieder Lattungen reinkommen. Die werde ich wahrscheinlich auch einfach aufkleben, aber das werdet ihr dann im Folgenden auf jeden Fall sehen. Jetzt habe ich versucht, den Übeltäter hier schon mal abzudichten mit diesem Dekalin. Dem traue ich aber tatsächlich noch nicht so über den Weg, dass ich mir nochmal eine Bitumenbandrolle gekauft habe, richtig schön fett, so dass ich das hier einmal rüberlegen kann. Dann habe ich mir so imprägnierte Latten jetzt besorgt, weil die ganze Unterkonstruktion muss natürlich auch wieder neu aufgebaut werden. Und wenn das erledigt ist, würde ich sagen, zeige ich euch den nächsten Schritt, beziehungsweise zeige ich euch das Ergebnis mal. Und ich hoffe, das klappt alles. Also ich bin sehr guter Dinge. Allerdings habe ich gemerkt, dass auf der Seite, im oberen Bereich, habe ich noch nicht die neue Profilschiene von außen gegengesetzt. Und da hat es jetzt eben auch ordentlich reingeregnet, als es geregnet hat. Also das heißt, das mache ich natürlich erstmal von außen alles fertig. Schau, dass das von innen dann auch dicht ist. Jetzt kann ich ja immer noch alles einsehen. Das ist auch sehr, sehr gut so. Und dann fange ich erst an, quasi alles hier drin fertig zu machen. Also die Unterkonstruktion kann ich ja trotzdem schon machen, nur ich kann von außen das Profil nicht machen, wenn es draußen regnet. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen hier drin drum kümmern. Und wie gesagt, wir leben ja hier drin, deswegen muss das so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sein. Jetzt habe ich das erste Mal die Chance, die äußere letzte Leiste hier zu machen. An den Ecken seht ihr schon, das habe ich schon gemacht, das habe ich bei Mattes schon gemacht. Nur hier die oberen fehlten mir noch, auf der anderen Seite ebenfalls. Und ich muss ja schauen, dass das Wetter gut ist. Das heißt, jetzt habe ich die Chance, das zu machen. Die Leiste einfach abnehmen, die muss auch abgeflext werden, weil die ganzen Schrauben lassen sich alle nicht mehr drehen. Und dann dementsprechend das einfach nachmodellieren mit meinem neuen L-Profil. Und dann vollflächig mit Sikaflex verkleben. Und dann wird das von außen, gibt es dann auch nochmal zusätzlich eine Naht, damit das Ganze hundertprozentig dicht ist. Wie gesagt, im hinteren Bereich, und hier habe ich schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, da kann ich euch aus der Erfahrung schon erzählen, dass das wunderbar funktioniert. Wie genau ich die Leiste abmontiere und was uns da noch erwartet hat, werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Teil sehen, denn es gibt einen zweiten Teil. Das Video hier ist lang genug, zudem würde es jetzt nicht mehr online gehen, wenn ich das Bett komplett fertig machen würde. Hier im Hintergrund sehe ich schon so fast das fertige Ergebnis. Es muss nur noch einmal wieder komplett alles ausgebaut werden und lasiert werden, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen standhaft ist gegen Kondenswasser. Aber das werdet ihr dann definitiv im nächsten Teil sehen. Also abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen hat. Ich bin schon sehr, sehr zufrieden, und ihr könnt euch auf jeden Fall auf das Endergebnis freuen, so wie ich das auch gerade tue. Und ich freue mich doch, dass wir solche Sachen immer wieder angehen und auch durchziehen. Also hoffe ich jetzt, dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!